Hallo zusammen und willkommen zurück zu Java. Dieses Mal geht es wieder um Multithreading und wie ich Threads synchronisieren kann, sodass sie auf eine Variable nicht gleichzeitig, sondern nacheinander zugreifen, denn sonst kann es Zugriffsfehler und so weiter geben. So, und das ist eigentlich nicht so schwer. Man muss nur dabei bedenken, man kann das nicht bei wie heißen die Dinger, atomaren Datentypen machen, weil ja. Da wird nicht nur eine Referenz übergeben, sondern eben die Variable selbst. So, ich erstelle mir jetzt hier ein Integer, und ihr seht, das ist ein Integer, das heißt, das ist die Java-Klasse für Integer, die noch ein paar Zusatzfunktionen hat, die ich euch jetzt gleich mal zeige. Was ist denn heute los? So, Counter, und dann habe ich hier Methoden von Java selbst. Also ihr seht, ich kann hier den Int-Value zurückgeben lassen, aber auch als Long, als Short und so weiter und so fort. Das ist völlig egal. Auf jeden Fall ist es eine Klasse und nicht eine primitive Variable, so wie Integer. Int, besser gesagt. So, und jetzt möchte ich in beiden Threads auf dieselbe Variable zugreifen und deswegen übergebe ich sie hier. Also das Programmbeispiel, was ich hier schon stehen habe, das ist immer noch dasselbe wie das letzte Mal. Falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr das ja noch nachholen. Und jetzt möchte ich hier natürlich den Konstruktor ein bisschen verändern. Genau. Indem ich erstmal hier oben eine zusätzliche Variable reinpacke. Integer. Counter. This.counter gleich Counter. Okay. Und jetzt geben wir hier 0, i kleiner 5, i plus plus. Und jetzt möchte ich das hier alles benutzen. Und hier möchte ich dann einen Counter ausgeben. Sysout Counter und ich möchte ihn um 1 erhöhen. So, und ja, jetzt mal gucken, was passiert. So. Ja, okay, das ist jetzt, das ist mehr oder weniger ein eindeutiges Beispiel. Ich habe hier eine 0, dann habe ich von meinem zweiten Thread die 0 gekriegt. Dann habe ich eine 1, dann habe ich von meinem zweiten Thread die 1. 2, vom zweiten Thread die 2 und so weiter und so fort. Das ist ja doof, ne? Ich möchte ja eigentlich das Ganze sortiert haben. Ich möchte, wenn ich die Threads synchronisiere, also ich möchte sie noch nicht irgendwie dazu bringen, dass sie auch wirklich auf dieselbe Variable zugreifen. Das wäre Inter-Thread Communication, komme ich nächstes Video drauf. Dieses Video geht es mir einfach nur darum, erst soll der eine Thread seine Variable drauf zugreifen und dann soll der andere Thread auf seine Variable drauf zugreifen. Und deswegen gibt es das schöne Schlüsselwort synchronized. So, und das ist auch wieder ein ganzer Code-Block dann. Synchronized. Und ich möchte über Counter synchronisieren, wie Eclipse schon richtig erkannt hat. So. Und was passiert jetzt? Jetzt dauert das Ganze ein bisschen länger, wie ihr gesehen habt. Aber dafür ist es synchron. Hier startet jetzt erstmal mein zweiter Thread. Der kommt bis hierher. Und dann startet mein erster Thread. Und dann startet auch. Läuft wieder der zweite. Und hier sieht man, da läuft erstmal der Counter von 0 bis 4 hoch. Und dann beendet sich aber der zweite Thread auch wieder. So, und dann erst kommt mein erster Thread und zählt von 0 bis 4 hoch. Denn ich greife hier auf dieselbe Variable zu und solange eben mein zweiter, der jetzt hier gerade irgendwie als erstes läuft, weil er sich auch zuerst beendet, das kann man da dran sehen, solange eben mein zweiter Thread auf die Variable Counter hier drauf zugreift in dem Synchronize-Block, solange kann der erste Thread oder auch generell einfach kein anderer Thread auf diese Variable zugreifen. Und das ist das Tolle dran. Jetzt muss ich mich schon nicht mehr darum kümmern. So. So viel zum Synchronisieren über irgendwelche Variablen. Also das ist wichtig, falls ihr irgendwelchen Zugriff darauf habt und dieser Zugriff dann eben irgendwas Wichtiges verändern kann. So. Und jetzt noch. Wie kann ich warten, bis einzelne Threads beendet sind? Nun ja, dazu gibt es eine ganz tolle Methode. T1.join und T2.join.
also quasi über alle Threads das machen. So, gibt mir jetzt hier einen Fehler. Ich kann auch einfach Surround mit Try and Catch und ja gut, den dann da reinpacken. So, das macht jetzt folgendes. Es wartet mir, also diese Zeile hier besagt, mein Main Thread ist ja auch ein Thread. Der hat ja die anderen beiden erstellt. Da jumpt mein Programm am Anfang rein. Und der wartet jetzt hier in dieser Zeile so lange, bis T1 beendet ist, also bis das quasi fertig ist. Und bis T2 beendet ist, also bis T2 komplett durchgelaufen ist. Und durchgelaufen meint eben mit der Run-Methode hier unten. Oder returned. Also ich kann hier natürlich auch reinschreiben return. Das würde in etwa dasselbe machen wie aus der Methode hier unten rauslaufen. Also sobald die Run-Methode returned, wird dieses hier wird diese Zeile verlassen und es wird eben in die nächste Zeile gegangen. Und das heißt, mein Main-Thread wartet einfach, bis das fertig ist. So, jetzt zeige ich euch, was da passiert. Sysout Ende des Programms. So, jetzt wird erstmal der eine Thread aufgerufen, dann der zweite Thread und das Main-Programm, das ja eigentlich schon lange, lange durchgelaufen sein sollte, wartet hier eben auf die beiden anderen Threads, bis es fertig ist. Hier kann natürlich noch was anderes stehen. Hier kann man zum Beispiel neue Threads erstellen oder sonst irgendwas Schönes machen. Ich zeige euch gerade noch kurz, wie es aussieht, was passiert, wenn ich das nicht mache. Ich könnte auch einfach mal alles rauslöschen hier. So. Hier oben ist schon das Programm beendet. Also das heißt, mein Main-Thread ist quasi der erste, der fertig ist. Bevor die anderen auch nur irgendwas gemacht haben, ist der hier durchgelaufen. Und das kann ich eben unterbinden, indem ich das mache. Weil er soll ja einfach als letztes weiterlaufen. Weil hier unten kann ja natürlich noch irgendwas kommen, worauf ich dann wieder zugreifen möchte. Ja, gut, das war es auch schon wieder zum Synchronisieren von Threads. Nächstes Mal geht es um wirklich auf dieselben Variablen zugreifen und diese dann auch verändern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte schreibt mir irgendwelche Kommentare oder Anregungen in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Ciao.